Was zum Teufel bauen die hier, BT? Unbekannt. Aber ich bezweifle, dass die IMC Häuser fertigt. Die zerstört sie für gewöhnlich nur. Der Junge weiß auf jeden Fall Bescheid. Ja, also ich sag mal so, an Action mangelt's hier echt nicht. Diese Roboter, die halten schon echt gut was aus hier. Also ich muss auch sagen, im Gegensatz zu... Na super, die nehmen beide dieselbe Munition. Im Gegensatz zum ersten Teil, muss ich auch schon echt sagen, beim Multiplayer alleine halten die schon ordentlich viel mehr aus. Was das Ganze natürlich auch ein bisschen interessanter macht, ich finde. Da kann man nämlich, naja gut, ich eher nicht, aber man kann halt größtenteils auch schon mal von denen erledigt werden. Also von der KI im Multiplayer, ja. Okay. Jetzt ist die Frage. Da hinten. Wo geht's lang wieder? Jetzt ist der so hinter mir her. Ja, ich bräuchte noch ein bisschen Gewehrmunition. Muss ich jetzt hier echt weiter? Rüber auf die andere Seite. Also ich glaube, das kann sich in der Tat hin. Ja, da kann ich wieder links lang laufen, aber oh. What the? Mist, ey. Das war Glück. Und das ist auch immer Glück, dass ich den von der Seite erwische. So, was schießt der denn da ab hier? Ah, das ist so ein automatisches Geschütz. Mit einer Granate lahmlegen. Der ballert immer noch. Mann, Mann! Und dann machen wir es einfach mal anders. Oh, Leute! Wir sind in der zweiten Level hier und schon immer so oft am Abschmatzen hier. Okay, da gibt es irgendwo eine andere Strategie. Also jetzt mit so einem Snipergewehr, das wäre schon nicht schlecht, aber ich habe hier nirgendwo eins. Können wir da rumlaufen? Dann hören wir mal rüber auf die andere Seite. Okay. Okay. Ja, so, und jetzt ist es hinüber. Aber hier irgendwo lungert noch einer rum. Ja, das ist echt das Geilste, dem einfach mal wegkloppen.
Das ist nicht euer Ernst, oder? Also ihr erwartet doch jetzt echt nicht, dass... Pilot, ich werde durch einen Bereich gebracht, in dem Fertigelemente gelagert werden. Wir sind nicht weit weg. Gehen Sie weiter. Was zum Teufel bauen die hier, BT? Unbekannt. Aber ich bezweifle, dass die IMC Häuser fertigt. Die zerstört sie für gewöhnlich nur. Der Junge weiß auf jeden Fall Bescheid. Okay. So, ich bin wieder da. Nein. Nicht. Puh. Was ist das hier? Scheiß Granaten. Och, nein. Nein! Nicht die Dinger. Auf gar keinen Fall. Diese Ticks, die gehen gar nicht. Also ich muss sagen, die hätten sie rauslassen können. Die fucken echt übelst ab. Okay, ich muss rüber auf die andere Seite. Glaube ich zumindest. Ich hab doch geschlagen! Junge! Ah! Na Leute, das wird eine lange Folge. Wenn das so weitergeht. Och nee! Och nee! Na komm, wir gehen mal direkt mal rüber auf die andere Seite. Ihr Scheißdinger! Mann! Die gehen gar nicht! Okay, und das geht, das Gewehr, das ist cool. Das erinnert mich so ein bisschen... an so eine Art Battlefield-Gewehr. Also Battlefield 1. Ich verstecke mich jetzt einfach hier und dann könnt ihr mich nicht mehr sehen. So, ihr wisst aber, wo ich bin. Ja. Wo? Okay. Dass man sich hier langsam echt mal anfangen muss zu konzentrieren. Spricht für das Spiel. Wenn wir sehen können, wir haben jetzt eine ganze Zeit lang mal nicht konzentriert. Spiel's einfach mal so lalala und dann ja, knall ich ab, werd ich abgeknallt und verliere. Das ist schon wieder so ein... Genau. Diese Ticks. Stop. Boah. Oh nee, die gehen echt gar nicht. Oh nein. Okay. Ich hoffe, das war's jetzt von den Zecken, von den Ticks. Ich glaube, ich bin hier sogar richtig. Oder? Wenn doch nicht. Oh! Oh! Vielleicht muss ich weiter. Von wo ballert ihr denn hier? Hab den Kontakt verloren. So, und wo ist der Rest? Muss ich jetzt echt darüber? Erstmal angucken, wie das aussieht da. Ja? Ich glaube, ich muss darüber.
Ansonsten machen wir den Kram halt einfach nochmal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Voll die Karussellfahrt hier. Ja, ich bin da. Ich hab's geschafft, Leute. Nein, 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 nein. Macht euch mal schön vom Acker hier. Nein, 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 nein. Nein! Ah! Leute! Und du? So. Oh, da sind schon wieder diese Zecken. Wenn die alle auf einmal kommen, mal mit einem gezielten Schuss kriegt man die weg, das ist ja schon mal nicht schlecht, aber sobald die sich ein bisschen verteilen, gerät man irgendwie ein bisschen in Not. So. Ne? Du lebst noch? War der Tiger Uppercut, Jungs. Also ich vermute, dass ich jetzt echt mal... Boah, Junge. Die Treppe rauf muss. Wer schießt denn da noch? Versuch einfach mal komplett hochzurennen. Ich glaube, das bringt nichts. Oder zumindest muss ich auf die andere Seite rüber. Ja, ich glaube, hier bin ich schon wieder eher richtig. Er schreckt mich doch nicht so. Jetzt ist die Frage, was passiert mit dem Ding? Das geht weiter nach da hinten. Okay, und ich kann mir vorstellen, dass ich dann da hinten wieder runterspringen muss. Ja, das sieht mir ganz schwer danach aus. Ja, und dann in dem Moment kann ich wahrscheinlich hier abspringen. Okay, probieren wir das mal aus mit dem nächsten Ding, was hier ankommt. So. Ist schon komisch, was hier gebaut wird. Sieht mir echt aus wie so eine Art Haus. Da, wer noch? Ich hab nur noch 6 Schuss, das ist nicht so geil. Oh, oh, was liegt hier? Oh. Oh. Scheiße! Oh! Nein! Ach ja, und ich vergesse immer wieder, ich kann mich ja tarnen. Ja, so ein Rambo wie ich, der braucht das nicht. Ja, wie man sehen kann, wäre es da vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Die Dinger sind echt das Mieseste, was das Spiel hat hier. Also bislang. Auch noch. Na, na, na? Alter.
Nein, 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 hau ab! Weg! Oh, 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 oh. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich muss sagen, echt im Multiplayer, da tun die mir so gar nichts. Klar, die haben auch ihre gewisse Panzerung, aber... Das geht alles noch. Okay. Oh Mann, was war das denn? Oh, muss ich ihn halt weghauen, auf die gute alte Art. So, nun bring mich weg. Bring mich weg. Ich bin jetzt einfach mal frei Schnauze hier hingegangen. Gucken, wo du mich hinfährst. Ich ahne nichts Gutes. Aber doch, ich bin an einem Kontrollpunkt angelangt. Pilot, Pilot, geht es Ihnen gut? Geht so. Was für ein Fleischwolf. Bist du okay? Unbeschädigt. Allerdings bezweifle ich, dass dies eine Schlachtfabrik ist. Bei meinem Glück stürzt sich der Laden gleich von innen nach außen. Oder von oben nach unten, wenn man die Umstände bedenkt. Oh Mann, ey. Okay. Das sieht mir alles nicht so geil aus. Ihre Beharrlichkeit ist bewundernswert. Ich wünschte, die ISC-Epidemie wäre genauso erschossen. Es gibt nur einen Ausweg, wie Lord. Nach oben. Was? Scheiße! Oh Mann! Wohin? Laut meiner Scans ist die Kuppel über Ihnen Ihre beste Chance, einen Ausgang zu finden. Ich rate dringend dazu, dorthin vorzustoßen. Ja, wie komme ich denn da hin? Oh Mann. Möbel stehen verkehrt herum und... Ah ja. Okay. Jetzt heißt es, in welche Richtung? Versuche es mal so. Die Kuppel wartet noch immer. Ich verspreche Ihnen, ich werde Sie nicht einfach exekutiert. Sie haben erwartet. Oh! Oh, ich hab... Ja, festen Boden würde ich jetzt nicht sagen, aber ich hab wieder Untergrund. Oh, Gott sei Dank. Da hinten ist wieder so ein... Helm. Den schnappe ich mir mal ganz fix. So. Jetzt ist die Frage, wohin? Darunter geht's schon mal nicht. Ob ich hier rauf muss? Boah, ich weiß es ja echt nicht. Darunter geht es zumindest schon mal nicht, also ich versuche es mal. Oh Mann, hoffentlich klappt das. Oh. Okay. Okay. Und jetzt mal eine Runde übers Gras laufen und Kuppelszenario-Simulation aktiviert. Gelände wird zurück. Ich bin da und bin ein Kletterkünstler. Yeah, das war auch das Mindeste, dass es dafür eine Trophy gibt hier. Ich komm mal wieder rein und alle Leute rufen Yippie-Yay. Doch eine Schweinebacke. Wer ist hier im Game? Wenn ihr es zum Reinen machen, er haut auf deine Kacke. Oh fuck, ey.